Nein, noch nicht. Aber das wirst du schon noch. Schönen Sonntag an alle da draußen. Es ist immer etwas zu tun und so auch heute. Wie viele wahrscheinlich wissen, hat der VfGH betreffend den Lockdown im Jänner entschieden und dieser war nach Ansicht des VfGH rechtmäßig und bringt uns, nämlich Magister Schäm, meinen Kollegen und mich, doch in etwas Erstaunen. Mein Kollege hat das schon angekündigt, vorgestern in einem kurzen Vlog. Und auch ich möchte hier jetzt nicht inhaltlich auf die Entscheidung eingehen, aber ankündigen, dass wir morgen um 11 Uhr betreffend diese Entscheidung einen Vlog machen werden. 11 Uhr, Thema wird sein, die Entscheidung des VfGH betreffend die Ausgangssperre und Anführungszeichen im Jänner sowie die Volksbegehren. Wie Sie wissen und wie wir auch berichtet haben, war letzte Woche die Eintragungswoche einiger Volksbegehren zum Thema Impfpflicht. Wir hoffen, Sie haben diese fleißig unterstützt. Diese Eintragungswoche hat nunmehr geendet mit heutigen Tag. Und wir sind alle gespannt, wie die Ergebnisse sein werden. Nichtsdestotrotz dürfen wir bis zum 20. Juni sehr vehement und intensiv darauf hinweisen, dass unser Volksbegehren keine-impfpflicht.at vom 20.06. bis 27.06. Zur Unterschrift aufliegen wird. Wichtig wird es sein, dass Sie alle sich hier wirklich massiv daran beteiligen und wir würden uns natürlich wünschen, dass auch dieses Volksbegehren unter Ihrem Freundeskreis entsprechend verbreitet wird, dass eine möglichst hohe Anzahl an Unterschriftsleistungen erfolgen. Das Volksbegehren ist tatsächlich eine der wenigen Möglichkeiten, mit im Zuge der direkten Demokratie auf den Gesetzgeber Einfluss zu nehmen und abhängig von der Anzahl der Unterschriften zu dem Volksbegehren wird es davon abhängen, ob sich der Nationalrat auch wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt. In diesem Zusammenhang darf noch einmal erwähnt werden, dass mit 100.000 Unterschriften sich der Nationalrat grundsätzlich mit einem Volksbegehren befassen muss. Allerdings um eine gewisse Ernsthaftigkeit in ein Volksbegehren und dem Nationalrat zu übermitteln, sind bei weitem mehr Unterschriften notwendig. Einer der erfolgreichsten Volksbegehren war zum Beispiel Zeiten Bruno Kreiskis, der Bau des Kongresses, und da hat es ungefähr 1,3 Millionen Unterschriften gegeben. Sie sehen also, dass es ganz wesentlich sein wird und allein von Ihnen davon abhängt, wie erfolgreich das Volksbegehren sein wird. Ich darf mich an dieser Stelle auch schon wieder verabschieden. Wesentlich war mir nur zu mitzuteilen, dass wir die Entscheidung des VfGH nicht nachvollziehen können und nicht nur wir, sondern auch viele andere. Das wird Thema des morgigen Vlogs sein und auch eben diese Volksbegehren. In diesem Sinne, allen Müttern und Ihnen schönen Muttertag, schön brav bleiben, trinken uns trotzdem einen schönen Tonic. Schönen Sonntag.